Am Freitag ist wie immer, wir haben zum fünften Mal tatsächlich 100 Ostereier, die wir verstecken. Da steht Standpromenade drauf und es gibt tolle Preise dort zu entdecken in den verschiedenen Parks, die wir rundherum haben. Also wir haben hier viel Holz, deswegen ist mir schon zu riskant, ein Osterfeuer zu machen. Aber die Almhütte ist überdacht. So wie es aussieht laut Wetterbericht, könnte es ja regnen. Wünscht man nicht den ganzen Osterfeuern, sollte es aber zu feucht von oben sein, dann sehr gerne zu uns kommen. Aber auch so, es ist die letzte Party jetzt definitiv für die Saison in der Almhütte. Für alle, die mit der Familie zu Ostern die Küche gerne kalt lassen möchten, können hier kommen, schon ab um 10 quasi zum Frühstück und bis 14 Uhr da bleiben. Also auch Mittagessen mit drin, wie man es so kennt vom Ranch. Es ist April, wir stehen an der Almhütte hier in Cottbus. Noch steht sie, aber die Osterdeko ist schon ausgepackt, Frank. Ostern steht vor der Tür und ihr plant so einiges. Womit geht's los am Freitag? Ja, also am Freitag ist wie immer, wir haben zum fünften Mal tatsächlich 100 Ostereier, die wir verstecken. Das sind so Plaste-Ostereier, was man auch aus der Schokolade gehüllt kennt. So ähnlich steht Standpromenade drauf und es gibt tolle Preise dort zu entdecken. In den verschiedenen Parks, die wir rundherum haben, vom Planetarium bis zum Theater, sage ich mal, über den Amsteich, wo quasi ein gezapftes Bier, ein Eisbecher, ein Essen oder Karten für die Events, die wir haben, mit drin sind und zu finden sind, wie ein Gewinn quasi dann hier abholen. Gerne auch schon am Osterwochenende. Ist eine tolle Tradition und da kommen tatsächlich so um die 70-80% auch zurück von denen. Ostereiersuche quasi schon am Karfreitag und wer was trinken oder essen will, dann ab in die Strandpromenade damit. Wann darf man sich auf den Weg machen? Na, Freitag früh sind die da. Also sie werden über Nacht vom Osterhasen natürlich versteckt und dann geht das los. Am Freitag kann man schauen, was man findet und ja, gibt viele, die auch am Sonntag immer noch dann die Eier finden, die vielleicht übersehen werden. Die werden ja halt gut versteckt natürlich dort in den Parks, aber noch geht's, noch ist ja die Natur nicht so dicht bewachsen. Man findet das dann also auch ganz gut. So, dann gucken wir direkt auf den Samstag. In und um Cottbus sind überall Osterfeuer. Osterfeuer wird es bei euch nicht geben, aber die Wetteraussichten sind ja auch eher für eine Almhütte gedacht, oder? Was passiert hier? Also wir haben hier viel Holz, deswegen ist mir schon zu riskant, ein Osterfeuer zu machen. Aber die Almhütte ist überdacht. So wie es aussieht laut Wetterbericht, könnte es ja regnen. Wünscht man nicht den ganzen Osterfeuern, sollte es aber zu feucht von oben sein, dann sehr gerne zu uns kommen. Aber auch so, es ist die letzte Party jetzt definitiv für die Saison in der Almhütte. Also insofern die Chance da nochmal nutzen, einfach tanzen, kommen auf zwei Dancefloors. Man kennt unsere Almhüttenpartys und so wird es werden. Ostertanz in der Almhütte mit zwei DJs. Ich sage Abrissparty in der Almhütte am Samstag. Nein, wer das durchhält, den Ostertanz, am Sonntag habt ihr dann noch das allerletzte Event sozusagen. Richtig, das ist Osterbrunch, auch schon sehr gut gebucht. Für alle, die mit der Familie zu Ostern die Küche gerne kalt lassen möchten, können hier kommen, schon ab um 10 quasi zum Frühstück und bis 14 Uhr da bleiben. Also auch Mittagessen mit drin, wie man es so kennt vom Ranch. Gemütlich hier die Zeit verbringen bei uns in der Hütte. Schön geschmückt ist es, wie man es kennt von uns und ein super leckeres Angebot auch von unseren Köchen. Und insofern also kann man sich sehr freuen auf einen gemütlichen Sonntagmorgen in der Almhütte. Karten gibt es online oder per Telefon? Wie soll man am besten bestellen? Also gibt es bei uns immer, also unsere Stammgäste wissen das, bei uns zu kaufen hier direkt. Allerdings haben wir auch noch andere Stellen dazu da. Wir haben also auch drüben im Herrenausstatter im Lechenkarree und beim Ostseebüro gibt es die auch noch, die Karten. Das heißt also ab sofort auch unsere Karten für die Partys und auch für den Osterbrunch dort an den Stellen zu holen. Wunderbar. Wir wünschen viel Spaß und dann sind wir gespannt auf die neue Strandpromenade. Ja, das wird dann umgebaut, wird wieder eine Menge Aufwand, aber da können sich die Gäste auch schon drauf freuen. Tanzen im Mai mit der Band Neo ist dann dran.